Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Ich melde mich nochmal ganz kurz zu dem Thema Wayland. Ich starte dazu die virtuelle Maschine Ubuntu 22.10. Starte sie. So, ich melde mich einmal an und zwar standardmäßig unter Wayland. Und öffne mal die App, die standardmäßig installiert ist, Videos. Und standardmäßig von Ubuntu ist mit am Start unter Kanäle Apple Movies. Ich klicke irgendetwas jetzt hier an, das spielt überhaupt keine Rolle. Und er sagt mir OpenGL Fehler. Beziehungsweise OpenGL Unterstützung konnte nicht initialisiert werden. Gut, ich habe gegoogelt und mich schlau gemacht und herumexperimentiert und ich kam zum folgenden Ergebnis. Ich melde mich wieder ab. Sag abmelden. Und was kommt nach dem Abmelden? Ein Anmelden. Und jetzt kommt das Geheimnis der Geschichte. Ich sage ihm nicht Ubuntu mit Wayland, ich sage ihm mit Xorg. Drücke Enter. Warte, bis er gestartet ist. Dann öffne ich die gleiche App, Videos, gehe auf Kanäle, gehe auf Apple Movies, öffne den gleichen Film, Bros, und siehe da, es funktioniert. Ich behaupte mal in meinem jugendlichen Leichtsinn, das liegt an Wayland. Ja, warum ich jetzt darauf eingehe, speziell, ich habe nichts gegen Wayland, um Gottes Willen, es hat mit Sicherheit viele Vorteile, gerade für Programmierer und so weiter. Ich bin auch ein Befürworter, dass man das Ganze jetzt langsam zum Laufen bekommt, aber solange das so buggy ist, macht das für mich keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob diese ganzen Punkte bekannt sind, ob die gewollt sind, wie auch immer. Vielleicht können die ja mit dem nächsten Update behoben sein und deswegen die Veröffentlichung dieses Videos in der Hoffnung, dass es ein Programmierer sieht und den Bug meldet, weil ich weiß nämlich gar nicht, wie es nämlich geht, und dass es dann behoben wird. Genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal Glück auf!